Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Kick of Retail mit eurem Bobas. Und erstmal vielen Dank für die ganzen hilfreichen Tipps, für die Daumen nach oben und ja, diesen Support, den ich hier bekomme auf meinem Kanal. Lasst heute ruhig auch gerne einen Like da, würde mich freuen und würde wirklich meinen Kanal super unterstützen. Also vielen Dank schon mal dafür. Wir haben heute auf jeden Fall vor, dass wir die Sachen abverkaufen, also die Zerealien, die Gläser, also dieses ganze Dosengedöns, dass wir das losbekommen. Die Mitarbeiter sind eingestellt von der Zeit her. Ich habe natürlich auch die Gehaltsverhandlungen gemacht. Ich habe schon eine Werbung geschalten und würde sagen, wir starten direkt. Wir gehen direkt rein jetzt in den Laden, dass wir loslegen können mit unserem Abverkauf. Also man sieht ja, wir haben jetzt noch 230.000, also da sollte nichts mehr passieren. So, dich werde ich jetzt erstmal nochmal reduzieren. Hauptsache, ich habe dich jetzt gleich in der frühen Morgenstunde los. 32 mache ich jetzt da mal, bin ich mal gespannt. Kommst du vorbei, Harry? Ja, super. Okay, dann schauen wir gleich mal hin da. Wo packst du was hin? So, dann kann ich da vielleicht gleich mal starten. Ist ja Wurst wo. So, pack mal hin. Gut, dann werde ich da gleich mal annullieren. Zack, und dann gehe ich da hinten hin und mache nur mal das kleine Päckchen. Da sind meistens Computer drin, oder? Nee, in dem Fall sind es dann die Waschmittel und so weiter. So, lassen wir mal die Kamera laufen. Allzu lang dauert es nicht. Da werde ich jetzt vielleicht einmal keinen Schnitt machen. Schnitt heißt ja immer, es wird mehr Aufwand sein mit der Produktion und so weiter. Von daher lasse ich das jetzt einfach mal drin. So, und wir haben ja das Regal auch schon leer. So, ihr zwei seid fleißig am Auspacken, das freut mich. Dann kann ich, oh, und die ersten Leute hier drin. Und ja, wir müssen unbedingt schauen, dass wir da das mit den Kassen regeln. Das ist nämlich nicht so toll. So, schauen wir mal, ob wir das Zeug jetzt verticken können. Hat jetzt halt jemand da vorne das Schnäppchen weggenommen? Jawohl, weg damit. Dann verkaufen wir den hier nämlich gleich mal. Und schon haben wir einen leeren Eingangsbereich wieder. Hey, have a second. Ja gut, die brauchen halt jetzt halt noch mit dem Auspacken. Ne? Eigentlich sollte ich da hinten noch mit Auspacken gehen. Dich beobachte ich jetzt mal, Finja. Ach so, du machst Kundengespräch, jawohl. Mhm, sehr interessant, was du dem erzählst. Aha, aha. Und? Thanks. Ja, hast du gut gemacht, Finja. Die nächste Gehaltserhöhung hast du dir verdient, die aber hoffentlich erst in 3 Wochen kommt. Oder 4. Oder sowas. Ja, die sind häufig mit den Gehaltsverhandlungen. Also doch, obwohl es ja geheißen hat, es soll weniger sein. Ich glaube, da haben wir sehr viele Sachen jetzt mittlerweile schon nicht mehr im Lager, ne? Ja, kauft das Zeug. So, wir müssen schauen, dass wir vielleicht mal diese Artikel hier reduzieren. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Die machen wir jetzt mal von 40 auf 80, wir wollen es ja nicht übertreiben, wir haben es auch nicht eilig, aber Hauptsache, wir kriegen es weg, ne? So, Abverkauf, los Leute, greift zu. So günstig gibt es nie wieder, es wird nur noch günstiger. So, da machen wir auch mal 80, würde ich sagen. Weil die gehen ja sowieso relativ gut. Und ich bin jetzt eigentlich schon neugierig, wie der komplette Umbau dann sein wird, wenn ich mich da drauf stürze. So, da können wir auch gleich machen. Was wir weg haben, haben wir weg. 80, dann auch 8, ups, nicht 0, 80. Dann was haben wir hier, 150. Da machen wir jetzt mal 100. Und 100. Gut. Hi. Spare 2 seconds.
Was? Das war's schon? Na gut, ich habe ja nichts nachbestellt, ne? Was soll denn auch sein? Also ich bin jetzt echt so frei, dass ich das ganze Zeug, was ich jetzt halt da habe, erst einmal verkaufe. Einfach um mir einen Platz zu schaffen. So, da sind immer viel Sachen drin. Dann schauen wir mal, warte mal. 150, dann machen wir auch 100. Ja, dann hoffe ich mal, dass die Dinger noch weggehen. Okay, also so das eine oder andere wird jetzt auf jeden Fall im Laufe der Zeit verschwinden, wie man sieht. Oh, wir haben ja dann mal was auf Lager von dem Zeug, das ist cool. Also der Abverkauf läuft gut. Das erste Regal ist weg. Die Sachen haben wir ja noch bestellt, ganz normal. Hey, a little help. Die sind auch schön voll jetzt gerade im Moment. Da fehlt es noch, aber das haben wir gleich. Mir ist jetzt halt wichtig, dass wir vielleicht das ganze Essenszeug hier hinten wegbringen. Und wenn wir das dann weg haben, dann fangen wir mal an, dass wir auf dem Plan ein bisschen umbauen, umswitchen. So sollten wir dann auch das Lager und alles hier in dem hinteren Bereich haben. Und dann denke ich mal, ist es auch vom Übersichtlichen her auch schon mal um einiges besser. So, da sind wieder Shirts weg. Jawohl. Ein bisschen was ist aufgefüllt. Noch nicht alles, aber ein bisschen was ist aufgefüllt. So, wir haben jetzt halt insgesamt 6 Leute rumlaufen, die Regale auffüllen. Inklusive mir sind 7. So, ich denke, dass ich tatsächlich dieses ganze Reinigergedöns, das lassen wir. Da machen wir dann wirklich eine Abteilung, ne, weil ich meine, ich habe Klamotten und so weiter, dann kann man doch auch Waschmittel und Reiniger verticken. Davon habe ich noch eins hier. So, da sind nur noch 2, dann schauen wir da mal drauf auf das Regal. Ich könnte das hier und das hier löschen. Und dann könnte ich mal gucken, lebensmittelmäßig, Konserven. Was habe ich denn da noch von den Cerealien? 2 habe ich da noch. So, dann packen wir die da auch noch mit rein. So, da habe ich zwar reduziert, aber das wollen sie anscheinend nicht. Das sind Dosenfrüchte, ne? Was ist das? Irgendwas mit Tasty Dreams? Extra Sweet? Ach so, Mais? Bohnen? Erbsen? Und Tomaten? Ja. Das sieht jetzt ganz schlecht, finde ich. Na gut, ich habe es auch auf die Augen, ne? Ja, greift zu, Leute. Macht das Lager leer. Ja, ja, ja. Das ist schön. Na gut. Gucken wir uns da hinten nochmal um, bei den Computern. Das scheint auch alles gut zu laufen. Oh, das sind schon Sachen weggegangen. Und wir haben ja sehr viel Geld, ne? Also wir haben ja richtig massig Kohle. Also von daher würde ich sagen, machen wir hier jeweils, dass das Regal eben voll ist, 7 Stück. 3 und da müssten nochmal 4 Stück hinpassen. Dann machen wir das 7 Stück als Lager, also als Mindestlagerbestellung. 7, 7 und 7. Gut, dann haben wir das. Preistechnisch haben wir das ja schon angepasst. Na, und ich habe jetzt mal keine Werbung gemacht für Rechner und deswegen sind auch noch nicht so viele weg wie normalerweise. So, wir könnten jetzt uns drum kümmern, weil da vorne der Abverkauf läuft. Wir könnten jetzt uns mal drum kümmern. Was können wir hier noch mit reintun? Computerausrüstung. Excuse me. Da habe ich ja diese hässlichen Dinger hier noch gekauft.
Dann würde ich sagen, wir schauen mal ganz kurz, ups, hier drauf. So, Elektronik, Computerausrüstung, alles, was wir auf Lager haben von Firestorm. Das sind diese zwei Mäuse. Und wenn ich dann da drauf gehe, das heißt, uns fehlen die hier für 310. Da habe ich jeweils 10 auf Lager, aber ich glaube 15 sind das, ne? Dann machen wir doch hier auch gleich mal 15. So. Artikel bestellen und bitte gleich direkt liefern. Und dann mache ich da nämlich auch gleich den Mindestlagerbestand drauf. Lass mich raus, ich will den Harry sehen. Servus Harry, bitte gleich hier direkt durch ins Lager. So, am besten hier gleich die erste Palette, dass du nicht unnötig rumhatschelst. Na komm, mach hin. Oh, du musst jetzt wieder nach da hinten laufen. Jetzt hör halt auf. Willst du mich verarschen? Das macht er absichtlich. Das macht er absichtlich, hundertprozentig. Frechheit. So, die räumen wir dann natürlich auch gleich rein, ne? Ist klar. Ansonsten wäre ja der ganze Aufwand jetzt halt für ein Aalus. Ein Gedrängel und Geschiebe. So. Das da. Dann brauchen wir 3 Bügen. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Und wir können Computerausrüstung. Die hier waren's. Die schauen aus wie Autoscooter, findet ihr nicht auch? Von der Form her könnten das Autoscooter sein. So. Da haben wir noch nicht wirklich was angepasst vom Preis her. Die hier gehen ganz gut. Finde ich auch gut. Jawohl, danke dir, dass du auch mit auffüllst. Komme ich mir nicht so alleine vor. Das sind auch schon welche weg. Ah, das passt. So der ein oder andere Rechner, wenn mal über den Theken geht, das ist dann, denke ich, ganz gut. So, ob ich... Ja, also wenn ich... Das, oh, das ist ein Gerammel hier, oder? Wahnsinn. Da hinten die Regale sind auch schon leer. Würde ich sagen... Oh, habt ihr gesehen, wie das jetzt gewischt hat? Ja, das ist die Masse an Leuten. So, habe ich hier noch irgendwas? Nein. Weg mit dir. Habe ich hier noch was? Nein. Weg mit dir. Warum habe ich da noch so viele? Da muss ich nochmal anpassen. 60, da machen wir jetzt 40. So, jawohl, greif zu. Außer die haben gerade aufgefüllt, das kann natürlich auch sein. So. Da gehen wieder welche. Also ich weiß nicht, ob ich da 5 Kassen machen soll. Ich weiß es echt nicht. Also ich meine, natürlich, es winken immer wieder welche. Zum Glück haben sie dieses dämliche Gepfeife ausgemacht. Weil das war nämlich das, was mir eigentlich mehr am Sack ging. Ich hoffe, ich darf das so sagen. Weil ansonsten, dass die da stehen und mit ihren Armen fuchteln, das ist mal eigentlich Rille. Ja, die Hosen haben es euch angetan, ha? Könnt ihr mich mal dahin lassen? Lasst ihr mich raus? Hilfe! Die haben mich gefangen. Danke. Da will man einmal kurz auffüllen und dann wird man umzingelt von Kunden. Das ist... Nein? Oh, danke. So, nein, habe ich nicht. Mensch, Leute, kommt ihr nicht alleine klar? Das ist ja übel. So, dann gehen wir da noch. Da müssten noch welche rein. Jawohl. Schön. Es freut mich, wenn es läuft.
Und warum füllt er nicht gleich daneben auf? Ich glaube, der hat so eine Warteschlange, also von der Programmierung her. Dass die das dann quasi, da wird ein Teil rausgenommen, zack, kommt es in die Liste zum der aufzufüllenden Regale. Und die arbeiten die halt dann ab. So, und bei manchen Artikeln geht der Abverkauf halt ein bisschen schneller. Und von daher sind es dann doch vielleicht mal ausnahmsweise Regale, die leer sind, die dann aufgefüllt werden. So. Und ich mit meinem Gehampel zerstöre denen immer ihre Rangliste. So, ja, das hier ist auf jeden Fall zu eng. Also da fällt es mir jetzt gerade auf, das ist zu eng. Steht ja alles so auf Fischiges. Heute ist Samstag, oder? Ja, Freitag ist doch eigentlich der Fischtag. Lasst ihr mich jetzt bitte raus? Oh, die Kunden, die sind echt übel. Oh man, das ganze Essenszeug ist ausverkauft. Haben wir irgendwie einen Super-Rabatt oder irgendwas gegeben? Nee, ne? Sag mal, die Regale sind ja komplett leer. Wir haben jetzt 17.09 Uhr. Wow. Ich hoffe, es werden auch viele Computer verkauft. So, die hat er gerade aufgefüllt. Lasst mich raus hier. Kriegt mir Platzangst. Hallo? Lasst mich durch. Ihr wollt Sachen kaufen? Dann lasst sie mich auch ins Regal legen, bitte. Oder ist es jetzt der Einkauf für die nächste Woche, Leute? Ja, ich weiß schon. Bist verärgert, dann geh. Hey, a little help. Hey, hey. Okay, also ich merke, es ist wirklich suboptimal. Es wurde mir schon in den Kommentaren geschrieben, das ist zu eng. Also hier sehe ich das jetzt gerade extrem. Aber ey, schaut euch die Masse an. An Leuten, die hier reindrängen. Man kommt ja gar nicht zum Auffüllen nach. Hey, ich sollte mal den kompletten Laden leeren und 10 Artikel reinnehmen und jeden auf 1 Million setzen. Ob das gekauft wird, täte mich interessieren. So. Da ist auch nur noch eine Dose drin. Das Regal. Da sind noch ein paar Sachen, die rein können. Da auch, okay. Aber es wird abverkauft. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Hallo. Hallo da drüben. Das wird. Vielleicht muss ich auch mal den Laden schließen. Ich glaube, das ist auch mal. Also wenn wir das Essenszeug weg haben, dann können wir auch mal einen Laden schließen und machen dann quasi einmal den Komplettumbau. Da ist nur immer die Sache. Laden schließen. Und ich nehme das als Part auf. Dann müsste ich quasi immer so nach einer halben Stunde das abbrechen, und dass ich speichern kann, müsste ich raus aus dem Laden, weil ich kann ja nicht immer mich 2 Stunden hinhocken und dann am Stück die Parts aufnehmen. Das funktioniert ja leider nicht immer. Aber vielleicht passe ich so einfach mal ab, da muss ich nicht raus aus dem Laden, das kann auch gut sein. Ja, die gehen gut. Was wollt ihr denn alle? Mit dir kann ich ja schon gar nicht sprechen. Die Verkäufer, die sind natürlich extrem ausgelastet hier. So. Ja, im Grunde muss ich echt schauen, dass ich da vielleicht mit 5 Kassen arbeite. Obwohl mir das halt im Grunde schon ein wenig zu viel ist, ne? So, wir haben jetzt halt 413. Das Renommee ist halt wahrscheinlich sehr, sehr hoch vom Laden. Man sieht das ja leider nicht. Also wenn ihr wisst, wo ich das sehen kann, das Renommee des Ladens, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Jetzt.
wenn die an einem so nah vorbeigehen, dann kommt man immer dazu, dass man das Regal anklickt. Dann sind 423.000. So, gucken wir nochmal zu den Dosen hin. Ah, ein paar haben wir noch. Wieso? Das sind Kassen. Dann wechsel halt auf eine andere Kasse, wenn die eine voll ist. Ich denke mal, dass wir den Abverkauf von den ganzen Dosenzeugs spätestens dann im nächsten Part haben werden. So, du nimmst ein Glas da drüben, oder? Ne, der nimmt gar nichts. Ja, also ich bin zufrieden mit dem Abverkauf. Das auf jeden Fall. Und wir werden schauen, dass wir eine fünfte Kasse herbringen. Ich bin auch eh mal gespannt, wenn ich das jetzt verändere. Wie sich das dann auswirkt hier mit den Kassen, wenn ich die da drüben hinstelle. Weil die müssen ja dann, weil ich stelle die ja nicht in die Richtung, so wie sie jetzt halt hier stehen und schiebe sie einfach rüber, sondern ich drehe sie 180 Grad, sodass die Leute dann hinten an, quasi an der Wand lang müssen, um zu den Kassen zu gehen. Aber ich muss mal gucken, wie weit ich die vorschieben kann. Ich denke mal schon, dass ich die mit dieser Ablage schon so weit vorschiebt, dass das dann ungefähr da ist. Ich meine, das Gerammel am Eingang gibt es immer, weil es kommen einfach Leute rein und gehen raus. Von daher gibt es immer den größten Stau. Da fehlt mir halt der zusätzliche Ausgang im Grunde. So, was haben wir gemacht jetzt? 459.000. Na, das ist doch cool. Das ist ein angenehmer Umsatz. So, Rechner, wie man sieht, ne? Ich habe diesmal keine Werbung gemacht für Rechner. Es sind zwar ein paar weggegangen, aber ich denke jetzt einmal, das hat eher mit der Preisreduktion zu tun. Aber hier sind jetzt keine Rechner weggegangen. Jo. Cool. Miete, Lohn. Und dann haben wir noch 423.000. Das ist genial. So. Wir schauen erstmal in die Mails natürlich. Wie sollte es auch sonst sein? Ich hoffe, das sind nicht wieder 10. Nein, es sind nur 2. Er fühlt sich, oder sie fühlt sich krank. Alles klar. Und Jule Martin möchte einen Kurs. Das muss warten. Löschen. So, dann können wir gleich mal auf die Bestellungen gehen. Mindestlager. Warte mal, schauen wir mal auf Mindestlager nochmal. Lebensmittel. Konserven haben wir nichts. Reinigung, natürlich haben wir sehr viel. Bei Essen, gekühlt, haben wir natürlich immer noch einiges Zeug. Und bei Frucht ist alles raus. Also wir können jetzt mal so eine ganz normale Mindestlagerbestellung machen. 1400 Artikel für 666.000. Das ist fast quasi wie am Vortag auch. 250.000. Wir schauen hier mal ganz kurz rein. Chiara. Chiara ist auch ein schöner Name. So, du kannst mir zu viel. Ich brauche auf jeden Fall Auffüller. Und wenn ich jetzt mit 5 Kassen hantiere, Leute an der Kasse. Yep, dich zum Beispiel. Eigentlich perfekt schon. Risiko. Okay. Schauen wir mal. Wir gehen bei dir mal auf 65. 80. Okay, sicher. Alles klar. Dann haben wir ihn hier für die Kasse, der Nils Berthold. So, aber das mache ich mit den Einstellungen dann im Grunde wieder vor dem nächsten Part. Jannis. Was kannst du da? Das kannst du. Bist im Verkauf gestiegen. Dann haben wir Alexandra. Oh, das ist gut. Wir haben Zoe. Der letzte Punkt. Oh,
konnte ich die nicht vorher schon machen? Dann die Carla, die war doch, glaube ich, auf Schulung, oder? Nee, war sie nicht. Aber Gefahr des Auffüllens, können wir gleich zwei Dinge runter machen, wegmachen. Das ist cool. So, Nadine. Die braucht einen Kurs, den kriegt sie. So, dann die Nina. Hat einen Punkt. Und das war's. Okay. Gut, gut. Also vorbereiten tue ich das dann wieder für den nächsten Part. Der heute ist halt ein bisschen kürzer geworden, aber meine Güte, das passt schon mit einer knappen halben Stunde. Ich würde mich jedenfalls über ein Like freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.